Servus, ich bin's, der Alex. Abhängig von der Medienübergabe des Spannsystems kann im vorderen Bereich der Spindelwelle eine Dichtbuchse verbaut sein. Wie diese gewartet wird, zeigen wir euch jetzt. Mit einer verbauten Dichtbuchse am Spannsystem wird der Medientransfer von axial auf radial auf die Spindelwelle umgeleitet. Ob ihr eine derartige Dichtbuchse verbaut habt, findet ihr in der Zeichnung und in der Produktinformation zu eurem Spannsystem. Die Dichtbuchse sollten in regelmäßigen Abständen überprüft werden. Um an die Dichtbuchse zu gelangen, muss erstmal der HSK-Spannsatz vollständig demontiert werden. Wie das geht, seht ihr in unserem Video zur HSK-Spannsatz-Demontage. Mit der Sicherungszange von OTT-JAKOB entfernt ihr den Sicherungsring. Die Dichtbuchse entnehmen wir dann mit dem Demontagewerkzeug von OTT-JAKOB. Ihr könnt die Dichtbuchse komplett ersetzen. In unserem Fall überprüfen wir erstmal die vorhandene. Wir überprüfen die Dichtungen auf Verschleiß und kontrollieren die Funktion der Rückschlagventile. Bei uns ist alles in Ordnung. Die Dichtbuchse kann wieder rein. Zum Schutz der Dichtungen verwenden wir die Montagehülse von OTT-JAKOB. Die Montage funktioniert genau wie die Demontage, nur umgekehrt. Alle Wartungsintervalle und Montagehilfsmittel, wie hier die Sicherungszange und das Demontagewerkzeug, findet ihr in unserer Infothek. Benötigt ihr Ersatzteile in der Produktinfo oder Zeichnung.